Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Cyberpunk 2077 hier auf Trend17 TV. Euer T, viermal für euch am Mic. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie bin ich hier gelandet? Oh, unser alter Freund Vic. Hast dich hergeschleppt, mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Und wie schlimm ist es? So schlimm, hm? Okay. So sollte es angenehmer sein. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Ich versuch's. Ich glaube, ich spür wieder was. Langsam. Wieder ein Sieg für die Geschichtsbücher. Und? Ich kann schon wieder sitzen. Aber ich sehe, du hast schlechte Neuigkeiten. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Ja, ich weiß. Eine Idee, wo ich anfangen soll. Schon wieder. Soll ich's dir aufschreiben? Es liegt an dir, nicht an mir oder diesem Ding in deinem Schädel. Siehst du das Zeug da drüben? Aha. Dort findest du etwas, womit du es auf deine Art zu Ende bringen kannst. Wenn du die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe schaffst, liegt der Rest allein in deiner Hand. Auf deine Art, hm? Was will er jetzt? Selbstmord oder was? Es reicht, Johnny. Ich muss das überdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Oh. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken, Vic. Wie auch immer du entscheidest. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Von hier verschwinden. Und jetzt geh. Ich will zumachen. Nimm die Meds und tu, was du tun musst, Vic. Danke, Vic. Das werde ich. Pass auf dich auf. Viel Glück, Kleiner. Nimm die Pillen. Pillen? Wo hat er denn hier Pillen? Da. Kann man hier noch was mitnehmen, was wir gebrauchen können? Vom guten alten Vic? Na okay, mein Bester. Mach's gut. Hey Vic, ich hab deine Gedanken gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht mit. Ach Misty, stimmt, das ist ja Misty. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst... Ich kenne da einen besseren Ort. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Er ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun?
Wirst sehen. Na komm. Ganz oben. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter... Dein Gangkumpel auf der anderen. Oh, schön durch die. Wer kann sich da entscheiden? Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber. Hallo. Er fand den Mut, sich zu vertrauen. Nachdem wir hier waren. Hallo, kannst du mal die Tür aufmachen? Aufzug deaktiviert, ich komme hier nicht raus. Hallo? Geschlagen. Folge Misty. Komm ich auch nicht wieder weg? Hä? Dach. Ne, Tür geht nicht auf. Die ist da durchge... Das ist hier abgefahren. Eingeschlossen im Fahrstuhl. Ah, jetzt geht's auf. Was ist das denn gewesen? Abgefahren. Ah, ich habe vielleicht nicht richtig vorgestanden. Okay. Kann man wieder wegpacken. Ich dachte schon, hier ist gerade eine... ein Bug oder sowas. Ah, schon besser. Luft. Siehst du die? Komm her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Zeit zum Nachdenken. Das ist gerade nicht so leicht. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein, aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Nein, nicht mein Stil, mich zu verabschieden. Wie du meinst. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, huh? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt sind wir hier, zusammen, und genießen den Blick auf Night City. Ich bedauere nur, dass ich nicht mehr erlebe, wie alles endet. Du bist der, der die einzig verbleibende Option ablehnt. Mit solchen Monstern zusammenarbeiten? Ums Verrecken nicht. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Es gibt noch eine Option, weißt du? Welche? Wir lassen das mit den Pillen. Ziehen einen Schlussstrich.
Ein für allemal. Wenn wir gar nichts versuchen zu unternehmen, sind wir beide verloren. Okay, war eine dumme Idee. Vergiss es einfach. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Ja, aber sei nicht sauer. Das geht mir dermaßen am Arsch vorbei. So, erstmal ein paar Blocker nehmen hier. Ich glaube, die Entscheidung wirst du bereuen. Und wenn du es merkst, werde ich nicht da sein, um dir zu helfen. Das könnte das letzte Mal sein. Wenn es nicht klappt. Ich will einfach da sein. Alles merken. Wir sehen uns in Mikoshi. Johnny. Okay. Nur ich. Endlich. Ein Angebot. Ich nehme es an. Du hast dir Zeit gelassen. Zwischenzeitlich hat Yorinobu etwas unternommen. Was denn? Mein Bruder hält mich als Gast in seinem Anwesen in North Oak fest. Eingesperrt? Ja, seine Leute bewachen mich zu meiner Sicherheit. Dann hole ich dich raus. Ich kann ziemlich überzeugend sein. Ich danke dir. Wo bist du? Bei Victor, meinem Ripper-Doc. Hinter einem kleinen Laden namens Misty's Esoterikum. Ich schicke dir jemanden, der dich zum Anwesen fährt. Und dann besuchen wir meinen Bruder im Arasaka Tower. Okay. So, ich glaube, hier müssen wir wieder runter. Dach, Seitenstraße. Ich werde derzeit mal eben gucken, ob wir hier schon Inventar, Rucksack, Charakter. Oh, wir haben einen Levelausstieg. Da kann man mal eben hier ein bisschen technische Fähigkeit. Coolness, Intelligenz. Ich glaube, da nehme ich nochmal Forschung erhöhte beim Zerlegen bei Items mehr Komponenten. Das ist doof. Hier stellen wir dann Items. Automatisch zerlegt. Techi. Verringert Explosionen, erlittenen Schaden 10%. Das klingt eigentlich schon mal ganz gut hier. Waffenaufsatz erbeuten, verleiht Immunität gegen alle Effekte deiner eigenen Granaten. Das ist auch cool. Oh, das sind alles cool, die Sachen. Das nehmen wir mal. Zack. Attribut. Habe ich noch einen? Vorteilspunkte. Reflexe. So. Haben wir noch ein bisschen aufgerüstet hier.
Da ist er. Misty ist die. Oder? Ja, ich bin's. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein. Wir warten zusammen. Oh, gemütlich hier. Da du ohnehin warten musst, soll ich für dich legen? Klar, gerne. Manche glauben, Unsicherheit ist böse und nur Weissagung kann sie vertreiben. Andere sagen, Veränderungen sind böse. Aber das stimmt auch nicht. Wir verändern uns andauernd, ununterbrochen. Wir sollten nicht die Veränderung fürchten, sondern zu wem wir werden. Mhm. Deshalb müssen wir unseren Weg kennen. Ich habe das extra für dich und Johnny zusammengestellt. Deine Zukunft ist seine. Und umgekehrt. Okay, bin bereit. Wir beginnen mit dir, V. Der Narr. Was eine Überraschung. Schauen wir uns das mal genauer an, um die Bedeutung zu erfahren. Der Narr symbolisiert den Anfang einer Reise, die Ankündigung von etwas Neuem. Er ist das innere Kind, neugierig auf die Welt, aber auch naiv und sorglos. Klingt nach dem Wie, den ich kennengelernt habe. Der Magier. Eine Person mit Talent und Charisma. Ein Anführer. Klingt nach Johnny. Die Karte ist umgekehrt. Das kann für eine Suchtneigung sprechen. Geistige Störungen. Okay. Definitiv Johnny. Der ganze Typ ist eine Störung. Die letzten Karten handeln von eurer Zukunft. Teufel. Oh. Hast du noch einen anderen Stapel? Einen fröhlichen? Das ist kein Witz, W. Ein umgekehrter Teufel steht für Unterwerfung, Kontrollverlust, Aggression, das Böse, ein Machtkampf. Was immer du vorhast, fass es als Warnung auf. Okay. Und Johnnys? Der Mond. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, wie. Der Mond steht für Rätsel. Okay. Das langt erstmal an mystischen Karten, ja? Hm. Ich glaube, das ist für dich. Das ist meine Limo. Ist das eine Arasaka-Limo? Aber klar, ja, nur vom Feinsten. Ist es. Aber wie? Die haben Jackie getötet und jetzt arbeitest du für die? Nee. Meinst du, ich weiß das nicht mehr? Mir gefällt das genauso wenig wie dir. Aber ich hatte keine Wahl. Verrat an einem Freund kannst du nicht rechtfertigen. Du hast kein Recht, mich zu verurteilen. Du hast dich verändert. Zum Schlechten. Hier landet also Arasaka. Oh, jetzt ist er beleidigt. Charmant. Und wo ist der Ripper? Liest im Hinterzimmer die Zukunft aus Rattenknochen? Das ist gleich was auf den Backen, mein Lieber. Genau. Hat gerade vorhergesagt, dass ich dir deine Fickfresse poliere. Genau. Du erinnerst dich doch noch daran, oder? Oh ja. Hellmann ist ein Arsch, ja. Worüber wir damals geredet haben. Das Konstrukt in deinem Kopf und wie es deine Entscheidungen beeinflusst. Dasselbe Konstrukt, das in seinem letzten Leben 2 Atombomben im Arasaka Tower hochgehen ließ. Und jetzt haben du und dieses Konstrukt beschlossen, bei Arasaka aufzuräumen.
Ein interessanter Zufall, findest du nicht? Ist es, aber kaum interessanter als deine Paranoia. Glaubst du wirklich, ich habe irgendwas vor? Ich weiß nicht, was ich glaube, aber ich behalte dich im Auge. Fahren wir. Jawohl. So, meine Lieben, das nächste Mal geht's schön in der Limo zu der Arasaka-Dame, zu der Tochter. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, ihr Lieben. Ciao, ciao.